Herren, begrüße jetzt auch die Zuschauer von ARD und ZDF. Und Sie haben ja in den letzten Jahren sehr viel gehört und gelesen über die deutsche Krise und ihre Ursachen. Inzwischen dämmert es vielen, dass der Wandel in Deutschland doch enorme Auswirkungen haben wird für die Arbeitsgesellschaft. Und die Muster der alten Bundesrepublik sind einfach nicht mehr anwendbar. Das heißt also, die Rheinische Republik, wie es immer heißt, ist nicht mehr tauglich. Zu meiner Linken Franz Müntefering, Partei- und Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten. Die Saatkartoffeln muss man pflanzen, die darf man nicht verfuttern. Linksaußen Professor Paul Nolte, seit 2001 ist er Professor für Geschichte an der International University in Bremen. 35 Stunden, 40 Stunden, 45 Stunden spielt jetzt überhaupt nicht die große Rolle. Dieter Althaus ist Ministerpräsident von Thüringen. Wir brauchen einen Befreiungsschlag. Jetzt. Professor Michael Hüther ist Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln. Davor war er 5 Jahre Chefvolkswirt der DekaBank. Man muss die Vetokräfte isolieren und sich Verbündete suchen. Wir hatten in der Bundesrepublik 50 recht gute Jahre, meine Generation. Wir haben Ende des Krieges noch erlebt und dann gab es Wachstum und irgendwo hat es den Aberglauben gegeben, der ist noch an vielen Stellen da, dass das ein Naturgesetz ist in Deutschland. Wir haben weit über unsere Verhältnisse gelebt. Und natürlich war das Ergebnis der 50er, 60er, 70er Jahre auch eine dauernde Absenkung der Wochenarbeitszeit. Und es wurde trotzdem immer reicher, es wurde besser in dem Land. Und deshalb ist da ein Missverständnis entstanden. An der Stelle. Das Kunststück, das wir damals hatten, war, dass wir produktiver geworden sind, dass die Produktivität, die wir zugewonnen haben, diese Absenkung der Arbeitszeit möglich gemacht hat. Aber das geht nicht mehr so. Diese Illusionen, die zerplatzen jetzt und stellen fest, dass das Leben ja auch in Zukunft noch anstrengend bleibt. Wenn man am Montag früh das Radio andreht auf so einem beliebigen Mainstream-Sender, dann hören sie ja schon, ja Leute, in 4 Tagen ist Wochenende und dann fragt man sich eigentlich, ja warum eigentlich, ja warum ist in 4 Tagen eigentlich schon wieder Wochenende? Das geht nicht mehr so. Warum eigentlich? Das geht nicht mehr so. Und welche Einstellung soll damit vermittelt werden? Und wohlgemerkt ja, wenn ich mir die Hörer dann dieser Sender vorstelle, die sich dann da auch munter in die Sendung einwählen, dann sind das ja nicht die, denen ich, dem Müllfahrer oder dem Arbeiter im Stahlwerk, denen ich dann ihren Freitagmittag um 2 oder 3 auch gönne, sondern die sitzen ja alle in gut gepolsterten Bürostühlen. Ja, also wir haben den Eindruck, dass viele am System sich nicht beteiligen können, dass das, was wir an Beschäftigungswünschen haben, dieser Gesellschaft nicht zum Tragen kommen kann. Und wenn wir also sozusagen auf mehr Beschäftigung setzen, dann müssen wir an all diesen Stellen jenseits der Querschnittsthemen Lohnstruktur, Lohnpolitik ansetzen. Das heißt, bei den Geringqualifizierten, was wir getan haben mit Hartz IV, hier Beschäftigung zu schaffen. Wir dürfen uns im nächsten Jahr dann auch nicht wundern, wenn ein Teil der Beschäftigungsexpansion Geringqualifizierte sind. Dann können wir nicht sagen, das haben wir aber so nicht gedacht. Das ist dann so. Wir wollen denen ja Beschäftigung geben. Wir wollen auch der Idee folgen, dass sie vielleicht auch nur einen Teil ihres notwendigen Einkommens durch Arbeit erwirtschaften können, dann sollen sie etwas hinzubekommen. Wir fehlen uns unten bei bestimmten Jobs vom Status her oder vom Stundenlohn her Leute, die den Job tun. Wir müssen halt 25 oder irgendwann 50.000 Koreanerinnen oder Polinnen haben, die die Pflegearbeit bei uns im Lande machen. Wenn man das Ziel kennt, um was es geht, dann kann man auch die nötigen Schritte tun, die dahin konsequent gehen. Und das ist der Punkt, an dem wir sind. Und da an den Stellen bin ich in vielerlei Hinsicht in Übereinstimmung. Also, wie viel Arme braucht das Land, damit die Wohlhabenden gut leben können? Dazu hätte ich gerne mal von Ihnen als Fachmann eine Äußerung. Also ich bin schon der Meinung, dass Hartz IV eine fundamentale Umsteuerung ist.
Die langen Bezugsdauern für Arbeitslose ab 52 Jahren sind zurückgeführt oder werden zurückgeführt ab nächsten Jahr auf 18 Monate, sodass von daher die staatlichen Systeme andere Anreize setzen. Nur in den Unternehmen müssen wir einiges tun. Wenn das wirken soll, müssen wir gleichzeitig den Mut haben, auch beim Kündigungsschutz etwas zu tun. Das ist quasi die Gegenbuchung, nicht? Und da sind wir noch etwas verkrustet. Das mit der Erhöhung der Arbeitsstundenzahl ist wahrscheinlich konsensfähig. Auch Programm der Sozialdemokraten, dass man einsieht, es soll ja mehr gearbeitet werden. Frage, ist mit der SPD auch zu reden bei Änderungen am Kündigungsschutz? Ich glaube nicht, dass das jetzt nötig ist. Ich finde, wir müssen ein Stück stärker den Gewerkschaften ihre Rechte nehmen, damit man wirklich betriebsnah am Unternehmen orientiert entscheiden kann. Wir haben viel zu viele große kollektive Systeme, die haben ihre gute Zeit gehabt, aber die sind heute überhaupt nicht mehr notwendig. Wir müssen betriebsnah entscheiden. Hier müssen die Rechte auch angeordnet sein, denn hier wird letztlich auch etwas für Arbeit getan. Ich finde es außerordentlich spannend zu erleben, wie im Metall- und Elektrobereich nach dem Pforzheimer Abschluss sozusagen die Dinge. Im Grunde hat es eine Sogwirkung entfaltet. Und wir lernen doch auch, dass auf der betrieblichen Ebene man sich einsortiert. Und was heißt das an Rückwirkung wiederum für die Tarifvertragsparteien? Ich werbe einfach nur dafür, es nicht so zu dramatisieren auf die Ebene, sozusagen hier würde der alte Konflikt zwischen Arbeit und Kapital ausgefochten. Das ist doch nicht so. Wir liegen nicht mehr im Kampf von Sozialem und Marktwirtschaft. Und ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, Herr Müntefering, dass wir in 2 Jahren anders drüber, auch mit mir anders drüber reden. Wir hätten vor 4 Jahren auch anders über die Verkürzung der Arbeitslosengeldbezugszeit für ältere Arbeitnehmer gesprochen. Hartz I, Hartz II, Hartz III, alles schon gemacht. Ich glaube, man kann unter diesem Gesichtspunkt schon sagen, dass das, was wir jetzt erleben, tatsächlich auch einmal, ja, ich sag's mal so etwas pathetisch, auch in den Geschichtsbüchern auftauchen wird. Darüber wird man in 50 und 100 und 150 Jahren noch schreiben. Ich glaube, die Überschrift wird sein, wirklich Mentalitäten zu ändern. Im Sozialsystem und in der Lohnpolitik. Das sind Dinge, die ja dann auch sozusagen viele kleine Schritte voraussetzen. Aber wir haben in beiden Dingen und ohne, wenn Sie so wollen, öffentlichen Aufruhr Dinge geändert. Wenn Sie mal überlegen, welche Dominanz die These der 35-Stunden-Woche hat. Und wir haben in den letzten 6 Monaten das Arbeitszeitregime ohne öffentlichen Aufruhr mit ein bisschen Geplänkel geändert, was in den Betrieben möglich war. Das Arbeitszeitregime mit ein bisschen Geplänkel. Insofern haben wir einen anderen Weg im Jahr 2004 begonnen, ohne öffentlichen Aufruhr. Deswegen bin ich da auch nicht so pessimistisch für 2005. Wir müssen jetzt die Saatkartoffeln pflanzen. Ich glaube, der Standort Deutschland muss in seinen Anreizwirkungen positiver werden. Ich glaube, dass wir dann in Deutschland auch eine wirklich gute Chance haben, auch in Zukunft ein Wohlstandsland zu bleiben, was weltweit in der Spitzengruppe mitgeht. Also da, wo die Unternehmen, wo sozusagen die Graswurzeln der Ökonomie sind, ja, da hat es bei uns eigentlich ganz gut funktioniert, denn sonst wären diese Unternehmen nicht auf den internationalen Märkten so erfolgreich. Wir haben in den letzten Jahren am Arbeitsmarkt deutliche Veränderungen durchgesetzt. Es gibt ein hohes Maß an Flexibilität. Wir brauchen Flexibilität. Flexibilität, Bildung. Sie können auf 2 Jahre befristet beschäftigen. Sie können alle, die 50 und älter sind, auf 2 Jahre und dann über 50 dauerhaft befristet beschäftigen. In den ganz kleinen Betrieben gibt es keinen Kündigungsschutz. Das wissen Sie, bis zu 10 Beschäftigten. Ich glaube nicht, dass es an der Stelle kneift. Nur wenn man alles zusammenzählt, dann entsteht ja die Frage, ja, wie wollt ihr denn das Arbeitsproblem da eigentlich lösen? Denn ich sage nun, länger arbeiten. Und ich sage, es müssen die jungen Frauen 60% messen. Erwerbstätigkeit ist überhaupt nicht mitgezählt. Das heißt, wir stehen vor einer riesigen Herausforderung an der Stelle. Überhaupt nicht bestritten. Aber das, was wir jetzt im Augenblick sagen können, ist, dass die Beschäftigungsschwelle, Herr Kils, denn doch sinkt. Wir glauben, dass die Beschäftigungsschwelle inzwischen zwischen 1,5 und 2% Wachstum ist. Das heißt, von da ab hat es Wirkung am Arbeitsmarkt.
Wenn zum Beispiel jetzt seit den 60er und 70er Jahren kontinuierlich dieses Leitbild der Verbürgerlichung der unteren Schichten oder so, wenn das einfach so zerbröselt, was bedeutet das für die Volkswirtschaft der Zukunft? Kann man die Leute jetzt besser integrieren, wenn man diese Bedingungen ändert, wie es jetzt die Regierung angeschoben hat? Müssen wir mit ihnen weiterleben? Wie hoch darf der Anteil sein? Ja, Mittelschichtgesellschaft, genau das wird eben so nicht kommen. Ja, das war eine schöne Hoffnung der 50er, 60er, 70er Jahre. Lange Zeit haben wir auch geglaubt, wir haben das erreicht, aber da haben wir einfach ausgeblendet, dass es da ja irgendwo, ach ja, Neukölln gab es ja auch noch und da leben ja inzwischen 50% Migranten und naja, das gehört ja eigentlich auch zu uns dazu. Und dann haben wir eigentlich doch wieder eine Unterschicht. Das heißt, die Leute werden, die schwimmen so mit, die kriegen ein bisschen was Transferleistungen, damit sie am Leben gehalten werden, aber im Grunde sind sie schon Outcast. Sie gehören nicht mehr zur Gesellschaft, sie haben Ernährungsdefizite, McDonald's, sie haben Bewegungsarmut, sie sind alle zu fett, unsere Kinder werden immer dicker, nicht nur in Amerika. Und diese Leute kriegen wir auch eben nur in die Mitte der Gesellschaft herein. Und da ist sozusagen auch die Arbeit eben wieder Dreh- und Angelpunkt, wenn wir sie wieder zum Teil der Erwerbsgesellschaft machen. Müssen wir mit ihnen weiterleben? Wie hoch darf der Anteil sein? Dann heißt das auch, dass wir stärker auseinander differenzieren. Und das heißt zum Beispiel, dass in den unteren Lohngruppen den Abstand zur Sozialhilfe deutlich verringert haben. Und das heißt zum Beispiel, dass wir in den unteren Lohngruppen den Abstand zur Sozialhilfe deutlich verringert haben. Das ist mit Hartz IV ja schon angefangen. Das heißt aber auch, dass wir andere Biografien auch zu möglicherweise mehr Leistung und mehr Einkommen zulassen müssen. Den Neid damit ein Stück wegstecken. Das heißt, die Ausdifferenzierung der Gesellschaft ist eine Notwendigkeit. Um die Flexibilität und die Wachstumsdynamik zu erhöhen. Und ich zitiere immer gerne Bertolt Brecht an der Stelle, seine Geschichte des Herrn Keuner. Als der Herr Keuner nach vielen Jahren seinen Freund wieder getroffen hat, der hat ihm gesagt, sie haben sich gar nicht verändert. Und da steht, und K. erbleichte. Weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er was zu essen, bitte sehr. Es macht ihn ein Geschwätz nicht satt, das schafft kein Essen her. Drum links zwei, drei, drum links zwei, drei, wo dein Platz genossen ist. Reih dich ein in die Arbeit der Einheitsfront, weil du auch bist. Und weil der Prolet ein Prolet